Ja, hallo Leute, ich bin's Thomas und farblich bin ich heute passend zum Spiel angezogen. Und zwar stelle ich euch vor, hier haben wir Mau Mau in der Hero Turtles Edition. Ich mache das jetzt mal auf, dann kann man auch mal die Karten ansehen. So. Also es müsste eigentlich relativ normal sein. Achso, ja, uns kommt aus dem Hause Kosmos. Muss man auch mal noch dazu sagen. Falls jemand auch Interesse haben sollte, sich das dann kaufen zu wollen. Also, dies ist das Farbewünschen. Also, was im Normalen, wenn ihr es mit Skatkarten spielt, der Bube wäre. Also, das dürftet ihr jetzt nicht alles. Weil Bube auf Bube stinkt. Ich wollte nur mal nachgucken. Es sind vier Buben, ne? Dann hier haben wir Zahlen. X wäre aussetzen. Kannst du mal umdrehen, damit man die Karten besser sieht? Weiß einfach, so Ja. habe ich gemeint. Hier eben das X. Und ja, ich glaube, das wäre auch irgendwas 2 ziehen vom Symbol her. Müsste, glaube ich, 2 ziehen Ja. sein. Ja, und es wird ja auch wie das normale gespielt, also Farbe auf Farbe oder beziehungsweise wenn ihr die passende Zahl habt. Eigentlich auch nicht viel anders als Mau Mau mit Skatkarten, wie es die meisten spielen. Und ich denke, hier müsste es auch 32 sein. Oder steht irgendwas in der Anleitung? Meins müssten 32, oder? Also sieht mir mal nach einem 32er Set aus. Muss nämlich selber erst gucken, weil wir spielen es heute auch zum ersten Mal. Also das wären die ganzen Farbkarten jetzt. Eben hier, das wäre das, was im normalen der Bube ist. Also hier einfach eine Farbkarte wünschen und eben dürfen nicht übereinander gelegt werden, wie im normalen auch, weil Bube auf Bube stinkt. Und eben X ist aussetzen, was im anderen quasi die 8 wäre. So. Soweit dazu. Und ich glaube, hier haben wir noch nicht alle gesehen, oder? Oder hat man sie schon mal? Keiner. Ich glaube nicht. Nee. Eben. Da haben wir jetzt, ups, passt das alles schön. Eben blau gibt's, ich glaube, was gibt's? Vielleicht so Die in Aufwäschern. blau in dem Fall, so Weinrot, Rosé oder lila, was auch immer. Orange Karten und eben, ich glaube, grüne gibt's nur mit diesem Bubzeichen, Symbol. Sonst wüsste ich auch nicht, was ich dazu noch sagen soll. Also, das ist das Turtles Normal. Muss nur sagen, die Turtles sehen heutzutage doch etwas gewöhnungsbedürftig aus, wenn man es aus dem Zeichenblick aus den 90er Jahren kennt. Aber ich denke, es könnte doch ein recht witziges Spiel werden. Deswegen werde ich das jetzt mal antesten und eben wünsche euch allen einen guten Abend und ja, gute Nacht, was auch immer. Und wenn es euch gefällt, schreibt es doch auch mal in die Kommentare. Damit auf Wiedersehen, euer Thomas. Ciao, ciao.